Noch ein Stück näher an die symbolische Algebra rücken wir mit François Viète heran. Der war zunächst mal Rechtsanwalt in Paris und später auch Berater am Hofe von Heinrich III. Und Heinrich IV. Es war eine sehr bewegende Zeit, muss man sagen, erbitterte religiöse Kämpfe zwischen den Katholiken und den protestantischen Hugenotten. Der Viète war selbst Katholik, aber eher so ein Gemäßigter und war um Aussöhnung mit den Hugenotten bemüht. Das hat man dann am Hof 1584 nicht mehr so gesehen und ihn dann auch vertrieben. Er hat sich aufs Land zurückgezogen und sich seiner Leidenschaft der Mathematik gewidmet. Und in dieser Zeit entsteht dann sein Buch über die analytische Kunst in Artem Analyticam Isagogen. Was findet man da drin? Die gesuchten Größen bezeichnet Viète mit Vokale, wobei Y da halt auch noch ein Vokal ist. Das ist irgendwann mal ein Konsonant draus geworden. Und die gegebenen Größen werden mit B, G, D und so weiter bezeichnet. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum nicht B, C, D und so weiter. Ich habe es halt so entnommen und konnte jetzt auch nicht mehr recherchieren, ob das C irgendwas Böses gemacht hat, warum es da in der Aufzählung nicht auftaucht. So, und wenn man sich das anschaut, jetzt müssen wir eigentlich, unten steht so, wie es da drin steht, A quad quad plus dann schon mit dem Zeichen G plano in A quad plus B solido in A equitur Z plano plano. So, jetzt in der Mitte ist dann, wie der Gericke das als Kurzform notiert, Sie müssen jetzt denken, A ist gesuchte Größe. Bei A heißt das Quadrat Quad, beziehungsweise das Biquadrat Quad Quad. Beziehungsweise haben wir das hoch 3 auch drin? Na, aber ich glaube, in der anderen kommt es nachher noch. Und für die gegebenen Größen heißt aber Plano das Quadrat, ja, und Solido heißt das Kubus, kommt nachher auch. Solido ist die Entsprechung für Kubus. So, und wenn man jetzt das hinschaut, dann schreibt er da A hoch 4 plus G hoch 2. Das ist da jetzt absichtlich mit römischen Ziffern geschrieben, damit man zwischen den Variablen und den Konstanten unterscheiden kann. Mal A hoch 2 plus B hoch 3 mal A ist gleich Z hoch 4. Also es ist auch bei Viète noch so, dass der die Gleichung vierten Grades nur löst, wenn er sich vorstellt, dass die Konstanten quasi immer Potenzen sind, so mit dem Grad, dass dann nachher wieder alles schön auf A hoch 4 rauskommt. Also die Gleichung macht auch bei Viète nur Sinn, wenn alle Terme als vierte Potenz von etwas aufgefasst werden können. So, und wenn da jetzt einfach 3 steht, als Zahl zum Beispiel, dann denkt man sich die 3 halt als das hoch 3 von der dritten Wurzel aus, der 3. Und dann daher auch die Bezeichnung plano halt für eben und solido für räumlich. So, das bleibt noch bis wie jetzt so ein bisschen der Pferdefuß, dass man da an dieser Homogenität festhält. So, was stammt unter anderem vom Viète? Also hier ist nochmal die Normalform. Wie sieht die Normalform einer Gleichung aus? Die Normalform einer Gleichung ist immer, dass man auf einer Seite die bekannte Größe alleine stehen hat. Also hier a hoch 3 plus b mal a Quadrat plus d mal a ist gleich z. Z ist ja auch eine bekannte. So, und da haben Sie wieder a Kubus. Da sehen Sie wieder Kubus für bei dem Unbekannten und hinten z solido für das Bekannte. Ja, und da gibt es 3 Umformungsregeln. Antithesisch, das ist das Hinüberschaffen eines Gliedes von einer auf die andere Seite durch Addition oder Subtraktion. Die Hypobibasmus, das Herabdrücken des Glades, falls alle Glieder eine Potenz der Unbekannten als gemeinsamen Faktor erhalten, die Division durch diesen. Muss man aber immer aufpassen, geht ja die Nulllösung immer verloren, wenn man das macht. Aber Null war ja so als Lösung auch noch so ein bisschen suspekt, deswegen ist das vielleicht trotzdem okay. Und dann Parabolismus, das ist eigentlich das Dividieren, falls die höchste Potenz einen anderen Faktor als 1 hat, dividiert man durch diesen Faktor. Also wir würden das wahrscheinlich normalisieren eher nennen, so dass man vor dem x Quadrat oder dem x hoch 3, je nachdem, was der höchste da stehen hat.
Und man kann sich jetzt schnell überlegen, dass man durch diese drei Umformungsregeln jede Gleichung immer auf so eine Normalform, wie die da oben steht, bringen kann. Und dann kann man halt Lösungsformen für die Normalformen angeben. Zumindest bis zum Grad 4, danach ist halt vorbei. So, was ist das hier? Sie b plus d in a a quad equitur b in d a explicabilis est de quad libet ilarum durarum b vel d. So, jetzt Latein gehabt haben. Ne? Gut, dass die Übersetzung schon direkt drunter steht. Wenn gilt b plus d mal a minus a Quadrat gleich b mal d, so ist a durch jeden der beiden Werte b und d ausdrückbar. Ha, was könnte das sein? Was kennen Sie denn so von Vieta? Eigentlich eh nur den Wurzelsatz von Vieta. Und das ist der auch genau. Erstmal gucken wir uns mal an, dass das funktioniert und dann überlegen wir uns, warum das... Also das machen allerdings auch nur noch sehr ehrgeizige Lehrer wahrscheinlich einen Satz vom Viet, ne? In der Schule. Oder ist das noch Standard? Ja, da. Mhm. Man sieht den hier noch nicht gleich. Ne? Da müssen wir ein bisschen gucken. Aber das ist wirklich nicht sehr schwierig. Also erstmal gucken wir, ob das überhaupt stimmt. Jetzt müssen wir vielleicht, ich mache das mal gleich so, ich schreibe es jetzt mal noch nicht in die Übersetzung. Ich lasse es noch mal so stehen, um uns so ein bisschen da drin zu üben. A sind die Unbekannten und B und D wären bekannte Größen. Wenn gilt, B plus D mal A minus B, so ist A durch jeden der Weite B und D ausdrückbar. So, also hier steht jetzt quasi eine Gleichung, wo das A als Koeffizient B plus D hat und dieser Dragma-Term, wo quasi kein A oder A-Quadrat dabei steht, der besteht aus B mal D. Und jetzt behauptet der, B und D sind beides Lösungen dieser Gleichung. So, ich könnte es jetzt eigentlich schon so hinschreiben. Ich schreibe es mal gleich so hin, wie Sie es eher kennen. X1 plus X2 mal X minus X Quadrat ist gleich X1 mal X2. Jetzt sehen Sie vielleicht schon eher den Satz von Vieta. Wir können erst mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Ich setze jetzt mal X1 für X ein. Also steht da X1 plus X2 mal x1 minus x1 Quadrat ist gleich x1 mal x2. Wo man hier noch ein Fragezeichen drüber muss, wissen wir ja nicht. Also das haut aber hin, ne? x1 Quadrat plus x1 mal x2 minus x1 Quadrat ist gleich Fragezeichen x1 mal x2. Schaut gut aus. Und ich muss jetzt, glaube ich, nicht das x2 auch noch einsetzen. Gut. So, und jetzt können wir das natürlich noch so umformen, dass man etwas mehr ihren Dings sieht. Also könnten wir schreiben, 0 ist gleich x1 Quadrat minus x1 plus x2 plus x1 mal x2. Und wenn Sie jetzt hier unter sich denken, hier x Quadrat plus p x plus q, dann kriegen Sie da den üblichen Satz von Vieta, wo Sie sagen, es muss gelten, p ist gleich x1 minus x2 oder minus x1 plus x2 und q ist gleich x1 mal x2. Das sollte eigentlich der Satz vom Vieta sein, so wie Sie den vielleicht mal gesehen haben. Ja. Aber man sieht schon, ne, das ist jetzt in der Notation nicht mehr so weit weg von dem. Ne. Es fehlen uns halt noch so ein paar Operationszeichen, aber es geht jetzt langsam in den Bereich, wo man mal anfangen kann, das tatsächlich auch zu lesen, was da steht. Zumindest, wenn man etwas Latein kann. Ist ja schon sehr viel Abkürzung reingekommen. So, dann die frühe Neuzeit bei Descartes aus La Géométrie. Also da sehen Sie das mal, das ist dieser Discours de la Méthode. Und da dran hängt halt eine Dioptrik offenbar dran. Dioptrik müssten irgendwie so, das ist glaube ich so Spiegelgesetze, ne? Das hatten wir ja beim Heron schon mal. Und Les Meteores, keine Ahnung. Und auf jeden Fall La Geometrie. Gut. Und das ist eigentlich das Witzige ist ja, dass das ist sozusagen die Stelle, wo einige dann sagen, ab da stirbt die Geometrie und übernimmt die Algebra, weil hier das erste Mal, also bislang ist es ja quasi so,
auch in der Algebra gewesen, auch noch bei dem Liber Abaci und in den ganzen anderen Sachen, dass man sich immer bemüht hat, und hier ist das dann teilweise auch noch, wenn man jetzt irgendwie Gleichungen gelöst hat, selbst der Al-Khwarizmi, für die Gleichungen ja meinetwegen so Erbteilungsprobleme waren, bewiesen hat er das dann immer durch so geometrische Sachen. Und die Beweismethodik, die saß quasi in der Geometrie. Und auch die ganzen arithmetisch-algebraischen Sachen sind geometrisch bewiesen. Und das kippt jetzt quasi mit Descartes. Deswegen ist Descartes eine ganz entscheidende Stelle, wo dann zum ersten Mal quasi die Gleichung und so das Eigenrecht bekommen. So, und was ist da die Idee? Also jetzt nicht ganz das kartesische Koordinatensystem, sondern die Idee ist, man hat eine Schar paralleler Geraden, die sehen Sie vielleicht, und man hat eine Gerade, die ist zu dieser Schar nicht parallel. Die muss aber nicht unbedingt senkrecht da drauf stehen, normal da drauf stehen, ne? So wie wir das vom kartesischen Koordinatensystem stellen. Und auch, was bei dem Descartes auch nicht zwingend ist, dass hier immer derselbe Abstand ist. Und insofern ist das kein kartesisches Koordinatensystem. So, und jetzt sagt er, wenn ein Punkt A aufgezeichnet wird auf einer Linie und man hat jetzt hier verschiedene Längen vorliegend und es gibt irgendein beschreibbares Verhältnis, in dem diese Länge gemessen von A zu diesem Punkt zu dieser Länge auf gemessen von hier da entlang besteht, irgendein festes Verhältnis steht da, glaube ich, dann kann man das, was da durchgeht, eine Kurve nennen. Und dann unterscheidet der verschiedene Grade von Kurven. So entsteht der Kurvenbegriff bei Descartes. Und jetzt kommt die eigentlich wesentliche Entscheidung. Ah, da hätte eigentlich auch noch eine Animation reingesollt. Ah, jetzt ist ja alles schon gespoilert. Sauerei. Sowas. Okay, also schauen wir mal oben hin. Erstmal, oben sagt er, wenn du die Strecke BD hast und die Strecke AB wäre mal 1 lang. Also die Strecke AB ist 1 und du hast die Strecke BD und du willst die mal nehmen mit BC, dann ist das Ergebnis BE. So, das ist jetzt, glaube ich, sogar sehr leicht zu sehen. Da musst du, glaube ich, gar nicht mehr rüber switchen für. Der Strahlensatz lässt schön grüßen. Ne? Also BA verhält sich genauso zu BD, wie sich BC zu BE verhält. Und damit hat man das dann schon. Ne? Wenn man dann noch einsetzt, dass BA 1 ist, dann verhält sich also 1 zu BD genauso wie BC sich zu BE verhält und damit ist BC mal BD dasselbe wie BE. Das ist die linke Seite. Rechts, das Bild hatten wir, glaube ich, schon 17 Mal, das Wurzelziehen. Wenn Sie die Strecke GH haben und wenn Sie jetzt wieder die Strecke FG, muss man wieder dazu sagen, denke ich mal, dass man die 1 lang machen sollte, dann sieht man da wieder mit 1 mal GH ist dasselbe wie GJ zum Quadrat und damit ist GJ genau die Wurzel von GH. Das ist dieses Wurzelziehen. So, und jetzt die Besonderheit ist bei dem Descartes, dass in ganz natürlicher Weise BE, BD, BC, AB nicht nur für die Strecken als Bezeichnung genommen werden, sondern auch für deren Streckenlängen, also für die Zahlenwerte. Und wenn man jetzt mal nachguckt, wir multiplizieren hier die Strecke BD mit der Strecke BC und heraus kommt die Strecke BE. Was übrigens, wenn Sie sich mal erinnern, was da passiert, wenn Sie jetzt nicht sagen wollen Strahlensätze, dann könnten Sie auch sagen, ach, das ist die Multiplikation mit einem Skalar bei Vektoren. Und das ist die besondere Idee hier, das dimensionslose Multiplizieren. Ich multipliziere zwei Zahlen, aber das Ergebnis muss dann nicht unbedingt als ein Quadrat interpretiert werden. Das ist ein ganz entscheidender Schritt, weil jetzt kann Descartes zum Beispiel auch Fragen klären wie x hoch 3 ist gleich b Quadrat. Bei Viète wäre einfach gesagt worden, das ist Quatsch, das geht gar nicht. Es geht nur x hoch 3 ist gleich b hoch 3. X hoch 3 gleich b Quadrat, das gibt's nicht. Und damit verselbstständigt sich jetzt in gewisser Weise dann die Algebra von ihren geometrischen Wurzeln. Das ist jetzt der Höhepunkt, ja, die Lösung quadratischer Gleichungen in leicht modernisierter Schreibweise wieder, obwohl der ja auch schon xy hatte. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben die Gleichung x² plus ax gleich b oder x² gleich ax plus b
ist jetzt wieder so, damit alles positiv ist und man das brav geometrisch alles denken kann. Jetzt machen Sie das so, jetzt gibt es nämlich wirklich eine konstruktive Lösung. Wir hatten ja letztes Mal Lösungen gesehen, da hatte der Al-Khwarizmi immer so ein X-Quadrat hingemalt und dann sagt er, er malt da was an die Ränder und dann kann er zeigen, dass das genauso groß ist. Das bringt aber gar nichts, weil wenn X die Unbekannte ist und Sie fangen Ihren ersten Konstruktionsschritt damit an, dass Sie sagen, also mal mal X-Quadrat, das ist natürlich lustig. Sie wissen ja gar nicht, wie groß das x-Quadrat ist. Also ist das keine wirkliche Lösung, die man geometrisch durchführen kann, sondern nur eine Erläuterung des Lösungsverfahrens bzw. eine Begründung. Und hier ist das jetzt anders. Jetzt beginnen Sie mit einem rechtwinkligen Dreieck NLM mit den Kantenlängen a halbe und Wurzel b. Um die Spannung zu erhöhen, wechseln wir ein letztes Mal an die virtuelle Tafel. Die Aufgabe lösen wir mal so richtig oldschool mit Papier, Zirkel, Geodreieck. So, was haben wir hier überhaupt gegeben? Ich habe hier mal so eine kleine Planskizze schon mal angefangen. Also die Sache war, was uns vorgegeben war, wir hatten zwei verschiedene Gleichungen. Gleichung 1 lautet x² plus ax ist gleich b. Und die zweite Gleichung lautet x² ist gleich ax plus b. Jetzt können Sie wieder sagen, das ist ja eigentlich dasselbe, also wir können das hier wieder umformen. Hier geht es darum, dass a und b mal wieder nur positive Parameter sein sollen und dann ist das eben nicht ganz das Gleiche. So, minus b ist gleich 0, haben wir hier die Umformung und hier haben wir halt stehen x² minus ax minus b ist gleich 0, haben wir da die Umformung. So, und jetzt dürfen Sie das tatsächlich so lesen, aha, einmal habe ich halt bei dem b ein negatives Vorzeichen, einmal habe ich beim a und b negatives Vorzeichen. Und hier zeichne ich jetzt aber natürlich immer die positiven Größen, negative zeichnen ist schwierig. So, jetzt war die Vorgabe, dass diese Länge hier mal Wurzel b sein sollte. Das ist auch möglich, weil wie Wurzeln gezogen werden, haben wir uns jetzt schon mehrfach angesehen. Das ist kein Problem, das kann man konstruieren. A und B sind ja hier Parameter, das heißt, das sind Bekannte. Das ist also eine echte mögliche Konstruktion, weil auch A halbe bekannt sein sollte. Also in dieser Konstruktion taucht das X überhaupt nicht auf. Das heißt, da mache ich jetzt nichts verkehrt. So, wie läuft jetzt die Lösung? Der erste Schritt der Lösung ist, dass man mal hier dieses Dreieck konstruiert. Das ist halt, was ich dazu schreiben sollte, rechtwinklig. Und jetzt soll ich diese Länge hier noch, diese Seite, also die Hypotenuse, die soll ich verlängern. So, und jetzt sagt der Descartes, was ich mache ist, ich habe schon ein bisschen geschummelt und meinen Zirkel quasi schon eingerostet, ich soll diese Länge, also a halbe, in den Zirkel nehmen und soll die jetzt abtragen. Und zwar vom Punkt N aus auf dieser verlängerten Hypotenuse soll ich die beiden Schnittpunkte bestimmen. Das sind meine beiden Schnittpunkte. Jetzt nennen wir mal diesen Schnittpunkt hier P und wir nennen diesen Schnittpunkt hier oben O und wir überlegen uns, was da für Längen entstehen. Nämlich sagt, die interessierenden Längen sind einmal MP und einmal MO. Also fangen wir mal an mit MP. Was ist die Länge der Strecke MP? Die Länge der Strecke MP, naja, das ist NM. NM. Und davon ziehe ich jetzt ab, minus NP, und das ist aber A halbe, weil hier hatte ich ja den Kreis mit dem Radius A halbe geschlagen. So, und NM kann ich auch noch ausrechnen, nämlich mit Satz von Pythagoras. Das ist also Wurzel aus. NM ist die Wurzel aus a halbe zum Quadrat, a halbe zum Quadrat und jetzt Wurzel b plus b. So, und wenn Sie jetzt scharf hinsehen, hier oben habe ich ja in beiden Fällen minus b stehen. So, und jetzt können wir das hier so noch etwas andersrum hinschreiben. Dann steht da minus a halbe plus Wurzel aus a halbe zum Quadrat minus, na, plus b. Und diese Lösung hier, das ist das x, was gilt für, na, normalerweise müssten wir ja, ja, das passt alles. Wenn hier plus a steht, muss hier minus a halbe stehen. Also ist das hier die Lösung, die zur Gleichung 1 gehört.
So, und jetzt malen wir mal unser zweites x2. Das sollte die Strecke sein MO. MO. MO ist aber wieder NM natürlich, wieder NM. Und diesmal eben plus a halbe. So, und jetzt kürze ich das mal ein bisschen ab. Da steht also a halbe plus Wurzel aus a halbe zum Quadrat plus b. So, dadurch, dass hier jetzt ein plus a halbe steht, gehört das dann zu dieser Gleichung, wo hier ein Minus steht, weil Minus mal Minus ist Plus. Also das ist die Lösung für Gleichung 2. Damit sind wir am Ende dieses Videos, des letzten für 2020, angelangt. Ihnen einen guten Rutsch und vielleicht auch Wiederschauen bei der 10. und letzten Lektion. Aber die gibt's dann erst im neuen Jahr.